Er hat seinen letzten Fight ja durch einen K.O. gewonnen. Eine klasse Kunst. Daran wird er jetzt gerne auch heute wieder antworten. Klasse Punch. Da ist der Treffer zum Körper. Schöner Kick. Ja, kombiniert hier toll seine Angriffe. Das sieht gut aus. Exzellentes Ground and Pound von Miller. Und da ist ein Übergang zum Fight. Er trifft ihn. Das war's, der Kampf ist zu Ende. Er hat seinen Gegner in diesem Kampf einfach überrumpelt. Bevor er überhaupt wusste, wie ihm geschah, lag er schon am Boden und wurde ausgezählt. In diesem Kampf haben wir gesehen, dass ein Kämpfer nicht K.O. gehen muss. Und absolut